Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich kotze gleich. Im wahrsten Sinne des Wortes kann ich dazu nur sagen. Wenn ihr wissen wollt, worum es gerade geht, dann schaut auf Julian. Hi, ich bin Julian. Dann schaut auf Julians Kanal vorbei, wollte ich sagen. Kann echt sein, dass ich hier das Video nicht ganz durchziehe, weil es mir selten so scheiße ging. Aber macht ja nichts. Macht überhaupt nichts. Ich freue mich, dass du trotzdem gerade neben mir sitzt. Aber man könnte das so wie die Amis machen. Wenn man sich da ein Video übergibt, dann lassen die das voll oft drin. Finde ich voll ekelhaft. Egal, warum reden wir jetzt über Kotze? Okay, also um ehrlich zu sein, weiß ich gerade selbst nicht so ganz, wie dieses Video ablaufen wird, weil Julian mal wieder im Internet unterwegs war und hat da anscheinend sehr kleine Produkte gefunden. Aber sehr kleine Produkte habe ich gefunden. Die habe ich hier in diesem schönen Sack. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, es ist nicht das drin, was draufsteht. Okay, also ich soll jetzt reingreifen. Greif einfach rein. Das ist ein richtiger Spontan. Große Verpackung, was ist das? Das kann auch kein kleines Produkt sein. Das hast du eben schon gesehen. Ach. Nun muss ich sagen, das ist das einzige Produkt, was sie von denen schon gesehen hat. Miniaturbuch-Sammlerbibliothek. Hamlet, was? Ich habe einfach mal krasse Werke in Miniatur gekauft. Also das sind jetzt Bücher. Okay. Ja, kann ich irgendwie helfen? Ich krieg's nicht auf. Oh, ich kotze da gleich rein, ey. Das ist wirklich das langweiligste Produkt. Also Steigerung ist vorhanden. Wer sagt denn bitte, dass der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist langweilig ist? Schwachsinn. Boah, weißt du, wie viele Seiten das hat? Juli, schätze mal, nicht gucken. Da war die Kamera auch schon wieder aus. Also, wie viele Seiten hat dieses kleine Minibuch? 354. 462. Krass. Also, wenn du jetzt so ein Literaturliebhaber bist und hast keinen Bock, dein ganzes Haus mit Bücherregalen voll zu kleistern, dann holst du dir jedes Buch als Miniaturausgabe und dann brauchst du nur noch eine kleine Wand. Da steht da alles. Stell dir mal vor, so eine riesen Bibliothek einfach. So wie so ein kleiner Kühlschrank von der Größe. Das ist mega. Ja, das ist mit das geilste Produkt. Das ist aber nicht klein. Ja, ich habe aber Mini eingegeben. Da stand Mini in der Beschreibung. Ich schwöre es. Ein Korkenflitscher, ein Mini-Produkt. Das Ding ist riesig. Ich darf ausprobieren. Ja. Wo kommt der Korken? So, oder muss er? Ach, das muss runter. Okay. Klar, richtig. Ich bin Armbrustprofi. Kann man da jetzt auch zielen? Cool. Ich finde das cool. Ich find das aber cool. Das ist nicht Mini. Ja, okay. Ich schwöre, das nächste Produkt wird aber cool. Das ist geil. Das ist der kleinste Notizblock der Welt. Da kann ich nicht reinschreiben. Doch, das ist ein Schlüsselanhänger. Zeig das mal. Was? Das ist leere Seiten. Okay, Leute, das ist krass. Könnt ihr das sehen? Warte, ich halte es genau in dein Gesicht, weil dein Gesicht ist fokussiert. Kannst du aufhören, mein Notizbuch zu essen? Okay, das kann ich mir jetzt zum Beispiel hier... Willst du jetzt mal meine Kette dran machen? Ja, klar. Okay, also ich habe das einfach jetzt so dabei. Krass. Und jetzt fällt mir ein, oh scheiße, ich habe vergessen, die Einkaufsliste mitzunehmen. Warte, ich schreibe noch schnell auf, was in meinem Kopf ist. Und während das da dran hängt, kannst du da reinschreiben, sagst du? Auf jeden Fall. Das wage ich zu bezweifeln. Kaufliste. Milch. Milch. Wasser. Gurke. Gurke. Krass. Ja. Funktioniert. Seite ist voll. Würdest du sagen, ist praktisch, kann man mal gebrauchen. Ey, aber ganz ehrlich. Okay, ganz kurz, weißt du, wofür das richtig krass ist? Als Spickzettel. Das als Spickzettel zu Und ihr macht einen einfach auf Anhänger. Genau, ihr macht das einfach an euren Armband. Jetzt gibt ihr noch keine Tipps, wie die fuschen können. Das ist Lernt mega. Einfach, damit ihr nicht fuschen müsst. Ich habe nie gefuscht. Wenn du jetzt an so einem Lügendetektor hängen würdest, dann wird der mal ganz Der Lügendetektor wird wahrscheinlich jetzt gerade explodieren. Cool, das finde ich ein richtig geiles Produkt. Das ist auch mal mini. Ich habe noch nie in meinem Leben so... Leute, das ist ein Buch, da kann ich reinschreiben. Hast du auch einen Mini-Stift? Ja, nein. Also komm, cool. Jetzt müsstest du mit dem Großen da reinschreiben. Naja, okay, ich habe nämlich mal gedreht, ein Tag lang nur XXL. Das stimmt, kann ich euch verlinken. Also das quasi das hören. Gegenteil. Was ist das denn hier? Oh nee. Oh nee, nicht so gucken, dann macht mir schlecht worden. Okay, du darfst reingreifen. Wie gefallen dir meine Produkte bis jetzt? Da steht sogar Mini, bevor er jetzt gleich sagt, ist ja groß, da steht Mini. Ein Ventilator. Mhm. Und wie groß sind Ventilatoren sonst? USB-Charging. Genau, du machst den in den PC rein. Oh geil, da kann ich mein Video schneiden und daneben stelle ich den... Für einen Ventilator okay, ist der... Okay, also für einen Ventilator ist das Ding wirklich mega klein. Ja, hol doch mal. Ist es kaputt, oder? Ja, hol doch mal. Mein lieber Ventilator, wo darf ich dir denn diese Steckerchen hier einstöpseln? So. Okay, jetzt stecken wir das hier rein. Oh. Oh, man hört es gar nicht, ne? Seht ihr, wie meine Friese weht? Das ist der leiseste Ventilator, den ich jemals gesehen habe. Wieso ist der jetzt ausgegangen? Der geht andauernd aus, was soll denn der Scheiß? Das Ding ist kacke. Jetzt kommen die krassesten Sachen. Das ist
ultra Full geil. HD. Das ist die kleinste Kamera der Welt. Mini-Überwachungskamera. Und das jetzt, ich übertreibe nicht mit der Welt, das stand in der Beschreibung wirklich. Kleinste Überwachungskamera der Welt. Das will ich sehen. Okay. Oh, es geht doch. Dollar machen. Boah, krass. Noch Alter, Dollar. Ich fliege. Das ist doch keine Kamera. Exakt, das ist die Kamera. Leute, das ist die Kamera. Ja, und da ist ja schon Gehäuse und so drum, damit das wasserfest ist. Das funktioniert so, das könnt ihr einfach irgendwo, so richtig spionagemäßig, irgendwo hinpappen. Sobald eine Bewegung da ist, nimmt das auf. Das bedeutet, ich kann mir diese Mikrokamera einfach total unauffällig hier vorne dran schrauben. Ja, toll, jetzt ist sie nach unten gekippt. Nein, das glaube ich nicht. Aua! Tut das weh? Oh, so ein Ohrläppchen ist schon was Tolles. Geil, jetzt kommst du mit deinem Ohrläppchen. Dann mach jetzt mal an. Und jetzt? Machen wir mit Bewegung oder ganz normal? Dann nehmen wir jetzt Wenn auf. Sie Videoaufnahmen stoppen müssen, drücken Hallo. Sie. Hallo! Das ist super verstörend. Ich rede mit deinem Ohrläppchen. Ja. Hallo? Hallo? Wow. Ja, mach doch mal an deinen Ohrläppchen. Ich hab ein Ohrläppchen. Ja, das ist ja gut, dass du ein Ohrläppchen hast. Ich hatte hier am Ohrring an. Und du hast immer noch hier. Ah, das ist jetzt eine eklige Nummer. Aua! Detektiv Bianca wieder im Undercover-Einsatz unterwegs. Sollen wir mal so ein Selfie-mäßig aufnehmen? Ja, das war doch mal so Selfie-mäßig. Das Problem ist, ich weiß ja gar nicht, wo oben und unten ist. Da. So, okay. Nachbar macht wieder ein Feuerwerk. Der blöde Wichser. Wie kriege ich den da raus jetzt? Leute, die Speicherkarte ist da jetzt drin. Ich schraube da jetzt nicht das ganze Ding auf. Guck mal, ob der PC jetzt was anzeigt. Ja. Geil. Und wir reagieren jetzt zusammen da drauf. Oh mein Gott. Start. Jetzt blinkt das. Blinkt die rote Anzeige, Leute, dreimal kontinuierlich. Und dann geht die Kamera in Videoaufnahme. Ey, wie heißt denn das? Ist der Ton. Das ist super verstörend. Ich rede mit deinem Ohrläppchen. Ja. Hallo. Hey, die ist voll geil, die Kamera. Hallo. Ja, mega. Krass, Leute, ich bin entzückt. Da spinne ich gleich dem Nachbarn erstmal ins Badezimmer. Dann wird er von mir observiert, des Allerfeins. Bianca, bist du bereit? Das ist nur noch eins. Ja, es ist krass. Ich glaube, du wirst dich unfassbar darüber freuen. Okay, das ist eine Überraschung für dich. Ich mein Arm wieder raus. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Geil. Ich bin so ein krasser. Guck mal, sie erkennt noch nicht mal, was das ist. Das ist ein Lutscher, mit dem du dir die Haare glätten kannst. Was? Ich weiß nämlich, dass sie wirklich damals mal gesagt hat, das ist jetzt der andere Nagel auch noch abgebrochen, dass du voll gerne mal so ein kleines Glätteisen hättest. Was, wie geil ist das denn? Sieht cool aus, ne? Das gab's in blau und rosa. Ich muss hier in blau und rosa. Das ist schön. Guck mal, das sieht einfach original aus wie ein Lolli. Und es ist einfach ein Glätteisen. Wow, das war ziemlich klar. Das ist so klein, damit kann ich auch dir die Haare glätten. Arschgeil. Oh, es wird sofort warm. Echt jetzt? Sofort. Aua, warum bist du so heiß? Macht man das so? Ja, und jetzt runterziehen. Nicht so lange an einer Stelle. Meine Haare fackeln doch gleich ab. Du musst das. Dann lass mich doch einfach nicht dir die Haare glätten, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob das heiß genug ist. Meine Haare dampfen, ist das normal? Das hat ja mal krass funktioniert. Was ist das denn für eine krasse Powerlocke? Machen wir noch mehr Locken, das ist voll cool. Vor allem, was ich die gemacht habe. Wie krass ist das Ding denn? Ja, die ist nicht so gut geworden. Ist ja auch egal, eine hat geklappt. Jetzt entscheidet gleich, wer die bessere Locke gemacht hat. Okay, ich mache ja eine Welle. Freust du dich darüber, Bibi? Es ist mega, warte, ich muss es nochmal ausprobieren. Ach, meine ist einfach gut geworden, ne? Deine ist einfach mega krass. Obwohl, guck mal, die ist auch nicht schlecht, oder? Sehr geil. So, welche Locke findet ihr schöner? Meine oder Julian? Meine ist schöner. Boah, sehe ich jetzt scheiße aus. Das waren meine kleinen Produkte für dich. Ich möchte aber auch einmal dir was machen. Oh ja. Aber du hast Haarwachs drin, ne? Ich möchte das nicht, wirklich nicht. Ja, komm, ich lock mal woanders rum. Ich will jetzt nicht, ich will echt nicht. Das sieht so süß aus. Ganz ehrlich, ja, schön für dich. Ich will echt nicht. Okay. Also, bah, guck mal, jetzt ist dein ekelhafter Haarwachs da dran. Ja, du wolltest das doch machen. Also wird das dein neuestes Produkt in deiner Handtasche sein. Je. So, Bianca, und ich will jetzt echt nicht unhöflich sein, aber mir ist so schlecht gerade. Du hast es auf Amazon bestellt, ne? Ja. Wenn wir den Link finden, dann setze ich euch das in die Infobox. Da könnt ihr mal vorbeischauen, wenn euch das auch interessiert. Und sonst würde ich sagen, war's das mit dem Video. Ich entlaste dich jetzt mal, Julian. Leg dich hin, ruh dich was aus. Keine Frage, das Video hat mir riesen Spaß gemacht, aber... Ja, mega lieb, dass du die Sachen bestellt hast. Schlecht. Was steckt denn hier drin? Dann schaut jetzt unbedingt bei Julians Video vorbei. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hab euch lieb. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.